wieder. Wirklich viel können wir diese Nacht nicht machen. Beeren können wir noch verbrutzeln. So. Die Samen auch noch. Sü, wir brauchen demnächst eine Forschungsmaschine. Dafür fehlt uns ein Gold. Warum haben wir noch kein Gold gefunden? Wir haben noch schon dreimal Steine zerkloppt. Das ist ganz schön viel Pech. Aber na gut. Du kannst mal dahin. Rest ist erstmal egal. Wir brauchen wieder neues Holz. Sonst haben wir alles für eine große Feuerstelle. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch eine gute Stelle, wo wir die Feuerstelle aufstellen können. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da ist der Schweinekönig. Da sehe ich Steine. Wenn ich hier jetzt noch irgendwo Jax wären, dann wäre hier zentral gelegen eine recht gute Stelle. Ja, wir sollten mal nie des Feuers bleiben. So. Und dich stellen wir mal einfach hier irgendwo hin. Mitten in der Pampa, ein Baum. Noch irgendwas? Noch Rucksack. Ja, das ist eine gute Idee. Tada! Mehr Platz. Mehr Platz ist immer gut. Wir können auch Strohwände bauen. Aber ich denke mal, die werden nicht besonders viel aushalten. Wobei wir immer noch nicht wissen, ob die Wölfe wirklich die Wände angreifen oder nicht. Also ich fände es komisch, wenn so ein Wolf in eine Holzwand beißen würde. Strohwand? Naja, könnte sich irgendwie durchzwängen, aber. Und immer dran denken, es gibt noch die Feuerwölfe. Aber die könnten auch die Holzdinger verbrennen. Das heißt, eigentlich bräuchten wir echt Steinwände, aber so viele Ressourcen kriegen wir niemals zusammen. Na gut, also erstmal wollte ich jetzt hier unten gucken. Deswegen nehmen wir das ganze Gras mit, weil, naja, wir es können. Dann gucken wir nach Yaks. Und wenn hier Yaks sind, dann könnte es sogar eine gute Stelle sein für die Hauptbasis. Aber bisher schaut das ja mau aus. Oh, zwei Steine, die kommen auch noch mit. Wir brauchen ja noch unseren einen Goldklumpen. Mindestens. Und da ist er auch schon. So. Tink, 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 tink. Alles mit. So. Also keine Jacks, ganz viel Gras, ganz viele Karnickel. Können wir hier also eigentlich schon wieder abhaken? Also ich könnte hochlaufen zu den Steinen. Will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Momentan haben wir noch genug Steine. Ich sammle lieber ein paar Ressourcen ein und hack Holz. Und suche weiter meine Jacks. Und was auch noch ganz praktisch wäre, wenn wir diese wandelnde Truhe finden würden, die wir in diesem anderen Spielmodus gefunden haben. Das wäre echt schick. Denn so wie ich mich kenne, werden wir spätestens nächste Folge wieder ein Platzproblem haben. So, alles mit. Wir haben 12 Holzscheite. Das ist nicht sonderlich viel. Stickies, nö. Sollte mal der Straße folgen. Aber ich würde ganz gerne erstmal gucken, ob die Karte hier gleich wieder zu Ende ist. Also die Insel. Steine. Nee, ist sie nicht. Was ist eigentlich auf dem dunklen Untergrund, wo wir jetzt gerade sind, so Besonderes? Also wir wissen, auf diesem heuartigen, da finden wir die Yaks. Auf dem hellgrünen hier, glaube ich, vermehrt Kaninchen. Bei dem dunkelgrünen? Karotten, Karotten. Nehme ich einfach mal mit, weil die so selten sind. Auch wenn ich die eh gleich wieder verfuttern werde, aber was soll's. Ganz schön viele Karotten hier. Na gut, sage ich nicht nein zu. So, aber hier ist jetzt gleich Ende. Das heißt, das ganze Ding ist eine Halbinsel. Das heißt, wir sollten nirgendwo in diesem Gebiet eine Basis bauen. Sonst kommen wir hier halt nicht weg. Jedenfalls nicht schnell genug in andere, interessantere Gebiete. Jo, Ende. Okay, das heißt, hierhin zurück.
und hoffen, dass hier ein Zugang zu dieser Insel ist. Stickies können wir noch ein paar unterwegs mitnehmen. Gras haben wir zwischen 21. Wenn wir wieder eine Holzmauer aufbauen wollen, wird das nicht reichen. Aber es dürfte nicht allzu schwer zu finden sein. Ich denke allerdings, sobald wir die Forschungsmaschine haben, werde ich erstmal gucken, was wir für die Steinmauer brauchen. Eventuell kommt beim einmaligen Produzieren von der Steinmauer ja nicht 8 Stück raus, sondern 12 oder so. Das wäre dann schon praktisch. Können wir es eben gucken? Holzmauer. Nö, Steinmauer sehen wir gar nicht. Da brauchen wir erst die Maschine für. Schade. Obwohl. Science Machine. Ja. Ich hätte schwören können, die Sachen müssten so auch angezeigt werden. Aber anscheinend geht. So, ganz viele Bärensträucher. Die Flints nehmen wir auch mal mit. Aber ja, hier ist alles dicht. Das heißt, hier ist die einzige Verbindung zur nächsten Insel. Das heißt, diese Insel hier können wir getrost ignorieren. Also wir können später hier zurückkommen, um irgendwelche Ressourcen aufzusammeln. Aber für eine Basis ist vollkommen uninteressant. Zumal auch gar kein Wurmloch da ist. Das ist schon... Nee. So, also hier dann vorbei. Am Schweinekönig vorbei. Und hoffen, dass auf der zweiten Insel irgendwo was Interessanteres ist. Flitzen wir aber die Straße lang. Samen kommen immer mit. So. 4 Wege. Gucken wir erstmal nach Osten. Da ist ein Sumpf. Super. Sumpf ist jetzt nicht so toll. Aber der ist nicht so groß. Das geht ja. So, noch mehr Spinnen. Komm schon, ich will ein Jagdgebiet. Gib mir ein Jagdgebiet. Es wird nämlich gleich schon wieder dunkel. So, jetzt ungefähr. Da oben ist was Weißes. Ist aber kein Jagdboden, das ist Steinboden. Komm schon. Nö. Wir werden wohl wieder mal so ein temporäres Lager aufschlagen müssen. Oh. Oh ne. Eine Goldspur zum Spinnenei hin, das ist ja auch mies. Hier haben wir einen richtigen Steingrund. Ah, können wir über die Nacht was machen. Das ist doch auch schick. So. Wir hätten gerne 1, 2, 3, 4. Wir hätten gerne unsere Pickaxt. Und fangen hier mal an zu kloppen. Oh, ich sehe oben links eine Spinne. Aber die kommt hoffentlich nicht nah genug ran. Und wenn wir gleich keine Steine mehr zum Kloppen haben, dann können wir uns mal dran machen, eine Rüstung zu basteln. Und vielleicht ein Speer. Müssten wir auch die Ressourcen für haben. So. Wir haben es jetzt Tag 2. Das heißt, wir dürften eigentlich noch keine Wölfe befürchten. Dich nehmen wir auch noch mit. So. Letzter Stein. Zack, zack, zack. 35 Stück Stein. Das ist schon mal wesentlich besser als auf der anderen Karte. Also wir hätten gerne... Es ist kein Waffendingens da. Müssten wir also auch eine Maschine für bauen. Nee, das will ich nicht. Ich will keine Maschine bauen, bevor ich nicht ein festes Lager habe. Wie schaut's denn aus mit Essen? Essen könnten wir ein bisschen kochen. So. 9-mal gebratene Beeren. Und Wilsons Magen ist davon gerade mal voll geworden. Ja, Karotten können wir auch gleich verkochen. Auch wenn das Feuer nicht mehr wirklich gut aussieht. Aber nur voll haben wir immer noch ein paar Holzscheite, das passt schon. Dich können wir später essen. Ich würde echt gerne in der Nacht Sachen weiterverarbeiten können. Also die Diamantoption hier haben, aus dem Holzscheite machen, aus dem Gras die Seile. Wenn wir also diesen Tag keine gute Stelle finden für unser Hauptbasislager, dann bauen wir einfach irgendwo erstmal ein kleines Lager auf, wo wir die Forschungsmaschine aufstellen, damit wir die ganzen Sachen hier freischalten können.
Sonst haben wir halt nachts nicht so viel zu tun. Wir sind schon ganz schön weit ab vom Schuss. Aber gut, gucken wir hier nochmal weiter. Was brauchen wir eigentlich noch so für die Forschungsmaschine? Holz, Stein, Gold. Stein und Gold haben wir recht viel. Holz kriegt man immer wieder. Also ja, schaden würde es nicht, wenn wir einfach irgendwo eine Forschungsmaschine aufstellen. Und das habe ich jetzt gerade aus Reflex gemacht. Kaum sieht man einen Stein, muss man sofort draufhauen. Also, ich will Jax finden. Auch wenn hier ganz schön viele Steine sind und Gold auf dem Boden rumliegt. Viel Gold auf dem Boden rumliegt. So, da oben sind wieder Spinnen. Das sieht aus wie die nächste Insel. Also es scheint doch wirklich so zu sein wie ganz am Anfang. Es gibt wieder eine Perlenschnur aus Inseln. Nur ist es nicht so offensichtlich wie vorher. Oh, und wir haben hier erstmal aggressive Bienen und ein Wurmloch. Wurmloch ist schon mal ein gutes Anzeichen. Bienen ebenfalls. Das heißt, hier sind irgendwo Bienenstöcke, die wir abbauen können, um unsere eigenen zu bauen. Jede Menge Stein hätten wir auch in der Nähe. Jetzt fehlen echt nur noch Jax. Das Ding greift uns sogar an. Ich glaube, ich mache mal einen Durchbruch bei den Bienen. Und gucke, ob dahinter irgendwo Jagdgebiet ist. Ja, ganz, ganz viele Bienen. Ganz, ganz, ganz viele Bienen. Jo, 4, 5 Bienenstöcke und noch ein Wurmloch. Noch viel, viel, viel mehr Bienenstöcke. Und boah, Blüten ohne Ende. Also hier könnten wir niemals wahnsinnig werden. Dafür halt totgestochen. Also ja, ich würde ganz gerne hier eine Gegnerbasis haben. Es muss hier nicht die Hauptbasis sein. Aber so als Nebenbasis mit 10.000 Bienenstöcken nebenan hätte es schon was. Die Frage ist jetzt nur, wo? Wurmloch, Wurmloch. In der Mitte würde sich anbieten, aber da sind zu viele Bienen. Und ich habe keine Lust, die ganze Nacht über im Kreis zu laufen, um die Bienen abzuwehren. Also ja, wir könnten versuchen, sie umzubringen. Aber es sind doch schon recht viele. Und wie wir letztes Leben gemerkt haben, können die auch ganz schön arg zuhauen. Also, nee. Ich guck mal kurz, wie weit die Insel hier noch geht. Hier ist sie schon zu Ende. Da unten wird es wahrscheinlich auch nicht weitergehen. Das heißt, hier haben wir wieder eine Halbinsel. Und danach geht es zurück durch die Bienenhölle und da irgendwo eine ordentliche Stelle gesucht. Da wird dann ein permanentes Lager aufgeschlagen. Also so ein Lagerfeuer mit Steinen. Und gleich auch eine Forschungsmaschine aufgestellt. Ein wenig Holz kann auch nicht schaden. Zumal wir für die Forschungsmaschine Holz brauchen, für das Lagerfeuer Holz brauchen und für vieles andere auch noch. Eigentlich dürfte es hier nicht weitergehen, genau. So, also hier. Oh, gibt es jetzt von da nach da eine Verbindung oder müssen wir ganz wieder nach da oben? Gucken wir mal. Noch mehr Flint. Ja, doch. Soweit gefällt es mir hier echt gut. Überall Essen, überall Steine. Einzig, was halt fehlt, ist Dünger. Aber im Notfall könnten wir auch irgendwas zu essen einfach auf den Boden schmeißen. Und diese grauen Bälle, die übrig bleiben, die können wir auch als Dünger benutzen. Nicht unbedingt effektiv, aber hey, besser als nichts. Komm schon, stirb du. Na, was soll's. Also, durch die Bienen durch. Wir müssen uns beeilen, gleich wird's wieder Abend.